Guten Morgen, meine Freunde. Herzlich willkommen auf dem Kanal Jens ist Welt, machen wir Reportage mehr. Heute ist der letzte Tag in Davos. Und jetzt geht's bald los. In einer Stunde sind wir unterwegs nach Chor. Dort gibt es noch eine Fahrt mit Aussichtswagen. Und wie es dann weitergeht, das werden wir dann sehen. Ne? Und jetzt packen wir erstmal alles ein, machen wir uns bereit, denn wir müssen uns ein bisschen beeilen, sonst schaffen wir das nämlich nicht mehr bis zu dem Zug. Also, wir sehen uns dann nachher. Erwischt, mein Freund.
Thank you.
Jetzt sind wir hier in Arosa, weit oben in den Bergen. Haben wir jetzt gerade hier hochgefahren. War eine sehr, sehr geile Strecke. Ja, und im Hintergrund seht ihr einen Kieszug und den Bahnhof in Arosa. Wir haben jetzt hier den Aleka umrangiert, weil dort vorne sind die Aussichtswagen und die wiederum kommen jetzt wieder auf die andere Seite. Wir fahren also von der Aussichtswagen wieder nach unten. Allerdings weiß ich natürlich nicht, ob ich noch einmal ganz vorne sitzen kann. Ne? Ist ein sehr beliebter Platz. Logisch. Gut, gehen wir dann nochmal. Bahnhof. Also ihr seht, hier fahren auch Güterzüge hoch, logischerweise. Und wir
Wir gehen jetzt um den See. Wir gehen jetzt um den See, genau. Dann melde ich mich dann nochmal, wenn wir wieder unten sind, in Chur. Wir sind jetzt hier in Chur am Bahnhof und filmen fleißig Züge. Vielleicht noch eine Stunde, zwei Stunden, ich weiß nicht, wie lange wir hier noch bleiben. Hier ist ganz schön was los. Güterzüge sind natürlich Mangelware am Wochenende, das ist ganz normal. Aber wir haben schon einiges im Kasten. Ein paar Rangierfahrten, ein paar Umspannungen, sage ich mal, von Loks.
und auch ein paar Regelsporzüge. IC1, ist das bei euch IC1? Westspanisch, ja? Nee? Twintex. Nee, der andere, der nach Zürich gefahren ist. Der normale IC. Ja. IC Alt, Twintex. Ja. GTW. Genau, GTW haben wir dann noch. Was haben wir noch? Traverso haben wir auch. Also einiges. Aber ich muss euch mal noch was zeigen hier. Das ist der absolute Hammer. Das kannst du mal in Leipzig machen. Dann weißt du Bescheid. Und jetzt mach ich das mal hier. Also hier kannst du vom Fußboden essen. Das ist wirklich so. Kein Scherz. Zeig's euch. So, ja. Ich sitze hier. Seht ihr, ja? Du kannst dich ja nicht dreckig machen. Ja. Nichts. Gut, ganz leicht. Aber das ist irre, oder? Absolut irre. Ja, hier sind die Bahnsteige sauber. Ihr könnt auf dem Fußboden essen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder auf dem Fußboden sitzen. Weil Bänke sind leider Mangelware. Ne? Da. Twintex kommt gerade rein. Fahren wir mal mit. Herr Papa. Ja, Freunde, es wird zu hektisch, muss jetzt gearbeitet werden. Wir filmen es noch ein bisschen, ich melde mich dann, wenn wir dann auf dem Weg zur BLS sind, seine Heimatstadt. Ne? Bis später.
war endlich angekommen im Zuhause von BLS in Biel. Sehr, sehr schönes, gemütliches Einfamilienhaus. Ja, ich sitze gerade hier auf dem Balkon und selbst hier auf dem Balkon ist ein Kamin. Schöne, gemütliche Couch. Ne? Kann ich mal kurz die Umgebung zeigen. Heute ist übrigens ein Hip-Hop-Fest hier in Biel. Man hört es schon von beiden. Kann man es hören? Ja. Hier sind natürlich nicht so viele große Berge wie vorhin oder wie heute früh noch in Davos. Das ist ja wohl klar, das ist ja auch ein anderer Kanton hier. Ne? Ja, aber eine ganze Woche haben wir noch vor uns und wird noch einiges passieren. Mitunter auch mit der Zahnradbahn fahren und viel Trainspotting und alles. Aber ich denke, das, was ihr heute als Highlights gesehen habt, das sollte erstmal reichen. Das war ja wieder mal reichlich. Vor allen Dingen die tolle Fahrt nach Arosa oder Arosa. Genau, nach Arosa. Und da hat der BLS einiges gefilmt. Ich natürlich vollständig mit der Kamera die Hinfahrt, also hoch aus dem Aussichtswagen und die Rückfahrt nur die Hälfte aus dem Aussichtswagen an der Seite. Das restliche Stück habe ich dann eine Rückwärtsfahrt gemacht, also gefilmt. Das heißt also die Gleise, somit es aussieht, als ob seine Führerstand mitfahrt ist. Natürlich rückwärts, logischerweise. Ja, bis zum Endbahnhof in Chur. Ja, dort haben wir dann noch ein bisschen Trainspotting gemacht, das habt ihr ja nun mitbekommen. Und heute lassen wir jetzt endlich den Tag ausklingen. Es ist nämlich fast 20 Uhr. Ich muss mich noch rasieren. Das wollte ich eigentlich heute früher machen, war die Zeit aber zu knapp. Ja, wir haben immer noch 30 Grad hier. Und morgen soll es wieder so schön warm werden. Herzlichen Glückwunsch. Lässt sich natürlich nicht ändern. Aber jetzt gibt es erstmal Abendbrot. Und dann ein bisschen Fernsehen gucken oder ein bisschen, ja, weiß ich nicht, in Büchern stöbern. Und ja, morgen dann erstmal ausschlafen. Ne? Morgen wird erstmal ausgeschlafen. Dann ist jetzt ein paar Tage hintereinander immer Zeit aufgestanden. Jetzt wird erstmal ausgeschlafen. Und Montag kommt dann wieder ein straffes Programm mit allem drum und dran. Ja, lasst euch überraschen. Was natürlich dann Sonntag passiert mit Filmen und so, ich denke mal, das lassen wir komplett ausfallen. Das heißt also, Sonntag wird gar nichts passieren, was irgendwie von Bedeutung ist, was ich euch dann zeigen kann. Ja? Gut, mit den Worten bin ich das erstmal weg, wünsche euch noch einen schönen Abend und wenn euch das Video gefallen hat, nette Kommentare, dicken Kopf auch da lassen. Denkt daran, das ist nur ein Highlight-Video, also das vollständige Programm gibt es natürlich dann erst, wenn ich zu Hause bin. Logisch. Ne? Gut. Tschüss! Ja, ich bin es nochmal kurz. Ich hatte nämlich was vergessen. Natürlich habe ich mir auch wieder zwei Souvenirs mitgenommen, also sprich Kühlschrankmagneten. Und die zeige ich euch natürlich jetzt auch noch. Ne? So, da haben wir zum einen diesen hier. Leider hatten sie nichts mit Relief in Chur, aber das sieht auch sehr schön aus. Ne? Ein Holzrahmen. Und dann den hier aus Arosa. Auch bloß ein ganz einfacher. Der hat gekostet 4,50 und der hat gekostet 6,90. Ja. Sehr schön. Tja. Da werden noch einige folgen. Ja, je nachdem, wo wir hinfahren, ob wir einen Aufenthalt haben und die Möglichkeit haben, natürlich einzuholen. Ne? Das kann ich natürlich noch nicht garantieren. Und ich muss noch ein bisschen Geld aufheben. Die Woche ist noch lang. Gut, jetzt bin ich auch weg. Und jetzt rasiere ich den Schlafsack.